Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier, Folge 19. Und ihr hört die Glocken bimmeln. Es ist genau 20 Uhr. Und die nächsten 9 Eier schlüpfen natürlich. Wir werden live dabei sein und werden das Ganze wieder festhalten. Es ist schon ziemlich spät, es ist ziemlich nass, das Wetter ist nicht das Beste. Und da kommt ein Sandan, ein Alola-Sandan mit 1200. Das ist auch nicht das Beste, obwohl es den besten Satz hat. Aber okay, das sind wir ja schon gewohnt. Heute war natürlich, also gestern, heute, aber wenn ihr das seht, war es gestern, der Deoxys-Raid. Da werde ich natürlich auch noch was hochladen. Mauzi mit 2400 Sternenstaub, bester Satz, Angriff, Verteidigung, wieder mal 15. Also das Mauzi reißt immer alles ab. Und selbst der Deoxys-Raid ist förmlich ins Wasser gefallen, weil es auch so geregnet hat einfach nur. Und das erste Kontinentale jetzt, ein Tauros mit 1387. Also diesmal die WP, sonst lese ich immer den Sternenstaub vor. Bester Satz, KP, Verteidigung. Leider nur wirklich hoch, ihr wisst genau, 1421 ist das 100er. Leider keins, der Schilling hat sich auch schon gefragt, ob das überhaupt 1400 erreicht. Aber ja, 100% ist das 1421er, was ich jetzt schon dreimal gesehen habe bei anderen Leuten. Ein Alola Slimer dabei, auch bester Satz, aber auch keine wirklich guten Werte, also das wird nicht mehr. Ich muss mal nochmal einen Counter dann zusammenzählen, auch alle Alolas, die geschlüpft sind, weil ich ja das immer nur bei den Kontinentalen einblende. Alola Sandan, auch wieder 1200 Staub, bester Satz, KP, Angriff, Verteidigung, wirklich hoch. Das hätte doch jetzt wenigstens trotzdem ein 100er sein können, damit wir mal ein kleines Highlight wieder haben. Ne, aber bei den Kontinentalen habe ich das immer eingeblendet, wie oft welches dabei war und was die Führung hat und welches nicht. Alola Kleinstein mit 1200 ist noch dabei, wirklich stark, also kann auch komplett weg. Und vielleicht sollte ich das mit den Alolas dann auch machen, also in dem allerletzten Video werde ich dann auch eine Liste einblenden, dass ihr auch seht, wie viele Mauzis, wie viele Kleinstein, wie viele Sandan, wie viele Vulpix dabei waren. Mauzi mit 1300 Sternenstaub, bester Satz, Verteidigung, auch nur wirklich hoch. Ein oder zwei Eier müssten jetzt noch kommen. Ja, ein Porenta, wenigstens noch ein Kontinentales dabei. Mit 1300 Sternenstaub, zweiter Satz. Wie gesagt, beim Porenta ist es nicht so wichtig. Da haben wir schon ein paar Hunderter, zwei oder so aus der Purge damals. Das waren auf jeden Fall die Eier für jetzt. Und morgen gibt es dann die nächsten, aber das seht ihr jetzt direkt im Anschluss. Also bis gleich, sag ich mal. So, wir sind zurück. Die nächsten 9 Eier gehen auf und wir fackeln nicht lang. Wir zappeln nicht lang, wollte ich sagen. Nein, wir sind ja kein Carpador, wir fackeln nicht lang. Und fangen an mit einem Mauzi. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. 1200 Sternenstaub. Zweiter Satz und ihr seht, das Sternstück ist natürlich wieder aktiv. Wunderbar. 10.45 Uhr, da bimmeln wieder die Glocken. Und noch ein Mauzi hinterher. Wer mag das nicht? Kleine süße Kätzchen mit 2000 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff, aber auch nur wirklich hoch. Und irgendwie stört mich das ein bisschen, dass es hier so hallt. Aber draußen konnte ich jetzt nicht stehen, weil wieder mal es windig ist wie Sau. Ein Tauros mit 1400, aber auch unter 14. Leider bester Satz, Verteidigung 15, aber das reicht noch lange nicht. Wir müssen die 1421 knacken bei den WP. Dann ist das 100er im Sack. Das nächste Mauzi, also schon dreimal. 1300 Sternenstaub. Bester Satz. Ja, aber darauf kommt es natürlich nicht an. Wenn das so weitergeht mit den Mauzis, nenne ich es einfach: Nachts sind alle Katzen grau. Und dann wisst ihr Bescheid. Aber nein, ein kleines Dick da. Ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage. 1200 Sternenstaub. Wirklich stark. Zweiter Satz. Wie ich gesehen habe, wird man ganz schnell hier abgestempelt als Nazi, als schwulenfeindlich, als sonst was. Das nächste Mauzi. Also nehmen wir das auch mit. 2400 Staub. Bester Satz. KP. Wirklich hoch. Alles klar. Nur weil ich gestern mal gefragt habe, wie findet ihr Deoxys cool oder schwul, und
Das sagt angeblich viel über mich aus. 2400 Staub, Angriff, Verteidigung wirklich hoch, leider nur der zweite Satz. Dabei ist es nicht mal als Beleidigung gewesen, aber wenn Leute sagen, das ist eine Beleidigung, dann müsste ja jeder Homosexuelle irgendwie scheiße sein, weil die sind ja schwul und schwul ist also eine Beleidigung und deswegen, das ist keine sexuelle Gesinnung mehr, das ist einfach nur eine trockene Beleidigung. Und jeder, der schwul ist, ist also irgendwie scheiße. Das gibt mir das mit auf den Weg, wenn der das so meint. Okay, gibt sicherlich andere Ansichten, das waren auf jeden Fall jetzt die Eier, das war's für diese Folge. Wollen wir mal ein extra Video machen und darüber diskutieren? Nein, wollen wir nicht. Das interessiert nämlich keine Sau. Ich lege nochmal nach und dann melden wir uns zurück in der nächsten Folge. Genau. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.